Aus meiner Sicht wird das Crowd-Engineering dazu führen, dass wir Produkte schneller entwickeln können, aber dabei stärker berücksichtigen, dass auch alle Disziplinen, Domänen gleichermaßen berücksichtigt sind. Hallo, mein Name ist Michael Hartwig. Ich bin Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation hier in Stuttgart. Bin Wissenschaftler im Bereich Digital Engineering und habe eine Studie mitgebracht. Meine Studie geht über Crowd Engineering. Crowd Engineering ist für uns ein neuer Weg, Produkte zu entwickeln. Das Neue dabei ist, dass ich anders als bisher neue externe Teilnehmer mit einbinde. Das heißt Crowd, große Menge an Teilnehmern, hauptsächlich natürlich, weil wir über das Engineering sprechen, Technik und Technologieaffine. Aber prinzipiell kann sich jeder daran beteiligen und hier sich an der Produktentwicklung einbringen. Um jetzt ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben und Lust zu machen auf die Studie, habe ich ein paar Key Findings mitgebracht, die ich gern vorstellen möchte. Das erste Key Finding, was ich mitgebracht habe, ist, dass wir einen neuen interdisziplinären Ansatz benötigen, um die komplexen Produkte und Produktsysteme zu entwickeln und zu realisieren. Wieso ein neuer Weg der Produktentwicklung? Natürlich, wenn wir interdisziplinär arbeiten, dann arbeiten wir auch anders. So sieht das Crowd Engineering vor, dass es eine Aufgabe gibt, die der Crowd, der Community zur Verfügung gestellt wird. Die entwickeln Lösungen, verschiedene Lösungsvorschläge, die dann entsprechend in der Bewertung ausgewählt und beziehungsweise verfeinert werden. Und dieser Kreis, der schließt sich dann immer wieder. Das heißt, also das Ergebnis ist immer der Ausgang für eine neue Aufgabe und bietet damit den Anknüpfungspunkt für den nächsten Entwicklungsschritt. Kommen wir zum zweiten Key Finding. Co-Creation-Formate stellen einen neuen Weg der Wertschöpfung dar. Warum einen neuen Weg der Wertschöpfung? Weil bisher war Initiator, Urheber und Moderator das Unternehmen. Wenn wir jetzt aber die Offenheit vergrößern, das heißt, wenn wir externe Dienstleister, aber auch Dritte entsprechend mit einbinden, eröffnen wir die Möglichkeit, eine Crowd um mein Produkt, um die Produktentwicklung zu eröffnen. Aber das Besondere ist auch, dass Crowd Engineering eine gleichberechtigte Beteiligung ermöglicht. Das heißt, ich kann sowohl Beitragender sein als auch Initiator eines solchen Projekts. Das heißt, ich habe nicht nur die Idee, sondern ich wirke an der Schöpfung dieser Idee mit und bin am Schluss natürlich auch Eigentümer dieser Idee, aber habe das nicht in eine Organisation gegossen, sondern finde meine Beteiligung draußen. Ein weiteres Key Finding, was ganz wichtig ist aus unserer Sicht, ist, dass man auch beachten muss, ob sich ein Produkt oder eine Produktentwicklung überhaupt eignet. Das heißt, ich muss die entsprechenden Kriterien, die mich unterstützen bzw. hemmen, bei der Durchführung von Crowd Engineering berücksichtigen. Hier ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass alle Beteiligten ungefähr mit dem gleichen Wissensausgangspunkt starten können. Das heißt, alle Informationen, die implizit bekannt sein sollten, müssen für alle zugänglich sein. Auch muss die Community ein gemeinsames Verständnis haben von dem Ergebnis oder von dem Ziel, was man gemeinsam erreichen will. Und was immer sehr, sehr schwierig ist, wenn es irgendwelche Hidden Agendas gibt. Das heißt, wenn einzelne strategische Richtungen der Community nicht bekannt sind und die damit natürlich diese nicht adressieren kann. Oder wenn es zum Beispiel Hemmnisse gibt, wie zum Beispiel Regularien. Das heißt, ich muss gewisse Normen einhalten. Das ist besonders zum Beispiel in der Medizintechnik sehr, sehr schwierig, weil dieses Wissen muss ich vorher der Community so zur Verfügung stellen, dass auch alle diese entsprechenden Anforderungen einhalten können. Kommen wir zum letzten und vierten Key Finding, was ich mitgebracht habe. Das alles können wir sehr gut natürlich einerseits physisch machen, aber dann, wenn wir über die heutige Entwicklung sprechen, ist ein entsprechendes IT-Tool eine wichtige Basis, um entsprechend verteiltes Entwickeln von Produkten auch interdisziplinär zu ermöglichen. Im Rahmen unseres Projekts haben wir deswegen eine entsprechende Crowd-Engineering-Plattform entwickelt, die es ermöglichen soll, hier für die Produktentwicklung zur Verfügung zu stehen. Mal losgelöst von unserer Plattform, was wir festgestellt haben: Wir brauchen auf so einer Plattform drei Kernbereiche. Wir brauchen einen Community-Bereich, ähnlich einem sozialen Netzwerk, wo sich die verschiedenen Community-Mitglieder kennenlernen können, über Vergangenes sich austauschen und auch über Zukünftiges planen und lernen.
Als zweites benötigen wir einen Ideation-Bereich, das heißt einen offenen Bereich, wo Ideen generiert werden können, diese diskutiert werden können, ohne im Zweifel direkt in der Entwicklung starren Rahmenbedingungen unterworfen zu werden. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, meine Ideen einzuspeisen und entsprechende Produktideen zu entwickeln. Und als drittes, um das Ganze auch im Engineering und in der Produktentwicklung zu einem Ergebnis zu führen, brauche ich ein entsprechendes Rahmenwerk. Das habe ich dann im Bereich des Project Spaces, wo ich die Möglichkeit habe, entsprechende Aufgaben zu planen, einen entsprechenden Zeitplan zu hinterlegen und entsprechende Aufgaben zu definieren, die die einzelnen Community-Mitglieder mit der Zeit abarbeiten und gleichzeitig natürlich auch die Informationen bereitstehen, dass wenn Community-Mitglieder eine Zeit lang nicht aktiv waren, weil sie andere Prioritäten hatten, sich wieder up-to-date bringen können und wieder einsteigen können in die entsprechenden Prozesse. Um ein greifbares Beispiel zu geben, was über eine Crowd-Engineering-Plattform entwickelt werden kann oder weiterentwickelt werden kann, habe ich die Steuerung von einem kleinen Roboter mitgebracht, der am Fraunhofer IPA, unserem Schwesterinstitut hier in Stuttgart, entwickelt wurde und über die Crowd-Engineering-Plattform weiterentwickelt wurde. Ich habe auch das entsprechende physische Objekt dabei. Das hole ich mal hier nach vorne, damit man es mal sieht. Der Robot Work Mini ist eine Open-Source-Plattform am IPA entwickelt und über das Crowd-Engineering haben wir der Community die Möglichkeit gegeben, neue Lösungswege oder neue Ansätze für diesen Roboter zu entwickeln und basierend auf dieser Plattform, das heißt die Daten sind frei verfügbar, neue Lösungen und Anwendungsfälle zu konkretisieren und dafür die technische Lösung abzuleiten. Und das hat uns gezeigt oder hat auch dem IPA gezeigt, wie diese kleine Plattform in Zukunft neue Anwendungsfälle erschließen könnte und in neuen Bereichen Anwendung finden kann. Ich hoffe, meine Ausführungen zu meiner Studie haben euch ein bisschen Lust gemacht, ein bisschen mehr zu lesen. Ansonsten gern unten im Link gucken. Dort kann man sich die Studie entsprechend runterladen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen. Ich freue mich auf alle Fälle auf die Diskussion, auch gerne im Nachgang. Vielen Dank.